gekomen in de christkatholische kirche Sankt Martin, die Dorfskirche, in der Dorfskirche in Machten. Wir feiern wieder einen kleinen Gottesdienst mit einigen Betrachtungen von mir um eine Schriftlesung aus der Apostelgeschichte, die zum heutigen Sonntag gehört. Wir beten ein paar Fürbitten und Sie empfangen den Segen. Wir feiern diesen Gottesdienst wie immer im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater, von Jesus Christus, dem Herrn, und von dem Heiligen Geist. Amen. Bevor ich die Schriftlesung lese, lese ich Ihnen etwas vor, was jemand in den sozialen Medien geschrieben hat. Er schrieb: Nur damit ich es niemals vergesse, 19. April 2020. Alle Schulen sind geschlossen, Unterricht findet zu Hause statt, abgesagte Prüfungen, Distanzmaßnahmen sind obligatorisch und funktionieren sogar. Nicht unbedingt notwendige Geschäfte sind geschlossen. Ganze Sportsaison gestrichen, die Olympischen Sommerspiele, Konzerte, Touren, Festivals abgesagt. Hochzeiten, Familienfeiern gestrichen. Beerdigungen, nur wenige Personen, keine Umarmungen. Keine Gottesdienste, die Kirchen sind geschlossen, laufend Updates vom Bundesamt für Gesundheit, Anreize der Regierung, zu Hause zu bleiben, große Geldsummen für Unternehmen, Selbstständige, Arbeitnehmer, alles beschlossen ohne Parteigeplänkel oder Unstimmigkeiten. Kaum jemand ist auf den Straßen unterwegs. Warum ich das alles schreibe? Eines Tages werde ich diese Zeilen wieder lesen. Sie werden mich daran erinnern, dass das Leben kostbar ist und dass man die Dinge, die man liebt, nicht als selbstverständlich betrachten sollte. Wir haben so viel und es war viel zu selbstverständlich. Bleibt dankbar, seid freundlich untereinander, liebt einander, unterstützt jeden. Wir sind alle eins. Ja, so ist es, was gestern noch unvorstellbar war, das ist es nicht mehr. Eine Umbruchszeit ist die Zeit, in der wir leben. Eine andere Umbruchszeit war auch die spätantike Ära. Vor etwa 2000 Jahren war die ganze Kultur in Umbruch begriffen. Und das galt insbesondere auch für die erste Generation der Christinnen und der Christen. Sie betraten gemeinsam neues Land. Und davon erzählt auch die folgende Lesung aus der Apostelgeschichte. Alle, die getauft waren, das waren an einem Tag 3000 Menschen, hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hätte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt.
Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Soweit diese Lesung. Liebe Schwestern und Brüder, wenn alles in Umbruch ist und unsere Welt sich so radikal ändert, was passiert denn mit unseren Werten? Werden die Länder der Welt sich zusammenschließen, weil sie merken, dass sie gemeinsam gegen das Gleiche kämpfen? Oder werden sie sich abschotten hinter ihren verschlossenen Grenzen? Was passiert mit der Privatsphäre, wenn wir uns mehr und mehr kontrollieren lassen? Werden wir uns noch die Hand geben? Werden die Menschen wieder in die Kirche gehen, wenn sie es dürfen, oder haben sie es sich abgewöhnt? Was wird uns alle noch heilig sein? Ich weiß es nicht. Ich überlege es mir mehr als einmal. Und ich denke, es gibt eigentlich einen bestimmten Menschenschlag, der Veränderungen grundsätzlich begrüßt und sie umarmt. Natürlich bleiben auch kritisch Denken und Hinterfragen äußerst wichtig, aber wir brauchen auch solche optimistisch gestimmten Menschen unter uns. Oder Gläubige oder Menschen mit Gottesvertrauen. Man weiß nie, wie ein Umbruch sich auswirken wird. Aber man kann das erst einmal ruhig abwarten. Die Apostel, die ersten Christinnen und Christen, hatten tatsächlich ihre Ängste so überwunden. Sie hatten vieles verloren, viele Beziehungen und auch ein Stück ihrer Sicherheit. Sie sahen der Zukunft freudig entgegen, obwohl sie wussten, dass die Gewalt, mit der Jesus umgebracht worden war, irgendwann auch sie bedrohen würde. Aber sie waren zuversichtlich, dass Gott auch seine Spur weiterhin in die Zukunft ziehen würde. Und fingen spontan mit Neuem an. Wir hörten von einer Lebensgemeinschaft, in der alle alles gemeinsam besaßen, eine Kommune sozusagen. Und auch wenn diese Kommune wahrscheinlich nicht sehr lange existiert hat, diese Leute trauten sich, neue Wege zu gehen. Und sie fühlten sich von ihrem Glauben getragen. Sie gestalteten ihr Zusammenleben so, wie sie sich das Leben im Gottesreich vorstellten. Und so fanden sie, trotz der Bedrohungen, Möglichkeiten, die Heiligkeit des Lebens und die Gerechtigkeit zusammen zu gestalten. Lasst uns in Frieden beten zu Gott, der Quelle unseres Lebens. Gott der Weisheit, sei mit deiner Menschheit, mit allen, die Entscheidungen treffen. Große Entscheidungen, die unseren weiteren Weg bestimmen, und kleine, die ebenfalls unser Leben prägen. Dass nicht Angst uns leitet, sondern Vernunft und Vertrauen in deine Zukunft. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Gott der Heilung, wir bitten dich für die Schwerkranken, die ums Leben kämpfen, um heilende Kräfte, um engagierte Menschen, die pflegen und behandeln, und um die Wärme der menschlichen Nähe durch Masken hindurch, über Distanzen hinweg. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Ewiger Gott, stärke dein Volk, dass es in dir Mut und Zuversicht findet
und führe es auf neue Pfade, deine Pfade. Wir rufen zu dir, Herr, erhöre uns. Wir fassen unsere Gebete und Wünsche zusammen in das eine Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne und behüte euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.